Einzig unser Modell Calio ist bei der Bedienung etwas anders. Es funktioniert auch über einen Knopf, wobei dieser Knopf hier direkt mit der LED-Anzeige im Bereich des Unterrohrs sitzt. Ich kann also hier oben drauf drücken, um das Bike einzuschalten, ein kurzer Tastendruck, die LEDs gehen an und zeigen mir den Ladestand. 5 LEDs bedeuten, mein Akku ist voll geladen. Mit abnehmender Reichweite nimmt auch die Anzahl der leuchtenden LEDs mit ab. Über einen doppelten Tastendruck kann ich die Unterstützungsstufe wechseln. Bei Coburg gibt es immer 2 Modi. Der eine leuchtet blau, der andere leuchtet grün, sodass ich die sehr gut voneinander unterscheiden kann. Von Haus aus ist blau so eine mittlere Unterstützung und grün Vollgas. Beide Modi können über unsere App individuell eingestellt werden, je nachdem, was du für Präferenzen hast. Grundsätzlich ist es so, dass von Haus aus der blaue Modus so eine mittlere Unterstützung bietet und der grüne Modus Vollgas. Und über einen langen Tastendruck schalte ich das Licht ein. Rückwärts schalte ich also über einen langen Tastendruck das Licht auch wieder aus und dann über einen kurzen Tastendruck auch das Bike wieder aus. Beim Calio ist das Licht hinten schön ins Schutzblech integriert und das Licht kann ich auch nutzen, wenn ich die elektrische Unterstützung nicht möchte, weil sich alle unsere Bikes einfach auch sehr, sehr gut ohne elektrische Unterstützung fahren. Und wenn der Akku mal leer gehen sollte, dann kann ich hier das Licht weiter nutzen. Bei leerem Akku reicht es noch weitere 2 Stunden.